stören, da die mir, ja, da die mich relativ stören könnten. Sehr schön. Der Bau schreitet voran. Und auch das nötige Erz ist da schon vorhanden. Das ist auch sehr schön. Da wachsen bereits neue Bäume. Das ist natürlich gut. Und je schneller die wachsen, desto eher kommen auch noch mehr neue Bäume. Ja, hier fehlt auch noch das Holz von einem Dieses Baum. Dieses Monster hat ein Katapult zerstört. Nein, es ist kein Monster, es ist eine Kreatur. Ich muss schon bitten. Eine Kreatur ist immer noch kein Monster, sondern ein friedliebendes, ganz, wohlerzogen und sanftmütig. Sanftmütig. Hatte ich das schon? Weiß ich gerade nicht. Aber irgendwas in die Richtung. Wenn ich es ihr dann befehle. Komm, mach's fertig. Mach's fertig mit irgendwas. Tritt drauf oder so. Wirf was gegen. Schocks, wirf einen Feuerball drauf. Irgendwie sowas. Ja, sehr schön. Und jetzt könnte ich da hinten. Das sieht nach einer großen Armee aus. Das ist natürlich eine Herausforderung. Aber ich denke, unter den Kreaturen-Herausforderungen. Ja, genau. Mach deine Kreatur Krieger und schick sie in die Schlacht. 10 Armeen soll ich vernichten. Das ist natürlich jetzt schlecht. Denn da kommt eine Armee, die ich aufhalten muss. Und hoffentlich ganz aufhalten kann. Die vernichten unser Volk! Ah, wieso kann ich den nicht gerade? Verdammt. Stirb doch welche, dann ist der Rest einfacher. Okay. Ich dürfte sie alle kriegen. Ah, sieht gut aus. Ja, doch, ich habe sie alle erwischt. Sehr schön. Das ist noch nicht fertig. Es benötigt Holz. Ja, werde ich wohl diesen gefällten Baum hier nehmen. Mal sehen, ob der noch genug Holz hat. Ansonsten werde ich wohl aus dem Lagerhaus ein wenig Holz nehmen, um das Ganze zu vollenden. Dann haben auch die Veredler wieder was zu tun. Und ja, sehr schön. Ich bräuchte demnach noch mehr Veredler. Da 8 Stück dann wohl nicht ausreichen. Das sind 53%. Oh, addiert sich das? 69? Was? 9? Produktionsniveau. Ach, von 11. Oh, was ist denn hier los? 11, haben die das addiert? Ich weiß es gerade gar nicht. Bekehrter Veredler. Definitiv eine Steigerung zu gerade eben. Doch ich brauche mehr Dorfbewohner, die dann Bekehrter Veredler. Veredler machen, damit ich da auch genug an Extras, also genug rausschlagen kann. Mal sehen, wie viel. 8, 69. Ich brauche noch mehr. Das Problem ist, Bekehrter Veredler. Ich bräuchte auch Kinder, die ich allerdings nicht Bekehrter Veredler. Bekommen werde, wenn ich alle Leute zu Veredlern mache. Bekehrter Veredler. Nun, mal sehen. Eigentlich müsste ja die Produktivität steigen, da ja jetzt 11 Leute in das ganze Teil rein können. Aber es sieht wohl nicht so aus. Ja, eine Mauer. Die kommt allerdings erst in ein Stück später. Da ich die hier vorne hinbauen möchte. Greifen wir im Schutz der Dunkelheit an. Ja, das, diese Aufgabe habe ich noch nie erledigen können. Egal wie oft ich dieses Land gespielt habe, ich konnte nie nur in der Dunkelheit angreifen, da unter anderem die Gegner tagsüber angegriffen haben und meine Kreatur das
ja, bemerkt hat und eingegriffen hat und auch als Truppe zählt und demnach auch ja, gestellte Waldsam übernehmen, sind drei, brauche ich drei. Und eine Armee Stufe 6, das ist die, ist wohl die größere Herausforderung. Mittlerweile hat meine Kreatur diese riesige Armee fast komplett zerstört. Was sehr interessant ist. Gut, der Friedhof ist mittlerweile auch fertig. Demnach kann ich ja weiterbauen. Kinderkrippe. Wir werden euren Tod rächen, ehrwürdige werde Krieger. Ich wohl nicht dahin bauen und auch Ihre Bestie scheint die Schriften Bibliothek zu kennen. Nicht zwingend. Wie ist das möglich? Ah. Beeindruckende Gebäude Menschen auf Bergen. Gerne. Ein reiner Geist und ein gesunder Körper, ihr wisst schon. Ja, sicher weiß ich das. Ich hoffe, das Holz reicht fürs Erste. Und das mittlerweile hier, 8 Stück. Und 8 Stück, es wollen gar nicht mehr Leute als Veredler arbeiten. Ich denke, ich werde noch einen Brüter schaffen. Unser Volk wird angegriffen. Und noch mehr Veredler einsetzen. Oh ja, ich werde schon wieder angegriffen. Das ist jetzt, ich hatte es eigentlich gesehen. Glücklicherweise laufen hier jetzt keine normalen Bürger rum, bis auf der eine. Aber da die sich hier glücklicherweise sammeln, weil hier der Eingang ist, die da irgendwie reinlaufen müssen, um das zu zerstören, kann ich die hier alle vernichten. Abgesehen von dem einen hier, der bleibt da drüben stehen. Oh, da sind noch mehr. Da ist noch einer. Aber die Fahne dürfte mittlerweile... Unsere Kreatur führt unsere Armee in die Schlacht. Ja. Die Griechen werden noch bereuen, hierher gekommen zu sein. Die haben eine eigene Heute Kreatur. Kämpfen wir, Soldaten. An diesem Tag kämpfen wir für unsere Ehre. Bis jetzt und habe um ich noch keine einzige Kreatur gesehen. Oh, da kommen gerade Leute. Was ist mit denen? So sind die arbeitslos. Wir haben doch 8 von 11. Wir haben nur 8 von 11. Da. 7 von 11. Also das ist ja jetzt... Oh, ich glaube, ich habe gerade... Oh, ja, Moment. Ich habe nämlich gerade eine... Ach, komm. Moment. Entschuldigung, ich hatte gerade ja, eine Nachricht von einer Freundin. Hi, ich habe mit ihr geschrieben. Die guckt nämlich auch meine Let's Plays. Ziemlich als erste normalerweise, deswegen. Ja, wie viel Veredler haben wir eigentlich? Ich müsste doch jetzt, Andi, ich müsste doch jetzt mehr als ja, 2 Stück von denen... kann ich auf jeden Fall schon mal wieder in die Freiheit entlassen. Weil, ja gut, es arbeiten nur 7 von 11, 8 von 11, aber nie mehr, warum auch immer. Denn ich hätte lieber, dass da 11 drauf arbeiten, weil es dadurch dann eben mehr Erz gibt. Also die Produktion steigert sich da. So, ich habe jetzt mal vom Laptop den Ton ausgemacht, damit das da nicht stört. Ja, der Wald wächst ohne Hilfe, allerdings schneller, wenn man doch hin und wieder mal ja, ein wenig Wasser drauf wirft. Gut, hier oben das Bad sollte bald fertig sein. Wenn ich jetzt noch ein paar... Oh, ich bräuchte noch eventuell... 1, 2 Minen, aber ich dachte, da wäre gerade einer gelaufen. Am Anfang ist das immer recht schwer mit so viele Arbeiter. Leute hier. Guck mal einer an. Das sind's. Ach nee, doch. Das hat man noch nicht gesehen. Das sind doch Veredler. Ah, da ist der. Ich hatte nur gerade den
ja, das Leuchten hinter den Körper nicht gesehen. Deswegen. Bekehrter Minenarbeiter. Gut, allerdings, Minenarbeiter bräuchte ich dennoch. Das sind 7000, davon 50% drauf. Das wären 10.500, 69% wären demnach ein wenig mehr. 69% kann man jetzt nicht so einfach im Kopf ausrechnen. Ich meine, manche Leute können das, keine Frage. Ich allerdings, nun ja, eher nicht. So, und damit ich auch jetzt möglichst viel die Menschen warten an den Grenzen gut darauf bekomme und eventuell, ja, je früher man die Leute reinlässt, desto mehr Tribut gibt es. Das habe ich mal festgestellt, das ist sehr, sehr interessant. Denn, ja, ich hatte einmal aus Versehen eine ganze Gruppe vor der Grenze stehen lassen und die waren dann nach einer Zeit stieg da böse auf und ich hatte am Ende kein Tribut mehr und dann hatte ich einmal in einem anderen Spiel in der Erweiterung geht es bis auf nicht in der Stadt, macht er lieber mal hier ein bisschen Terror. Was hat er da? Sie sollen diesen Ort nicht lebend verlassen. Nein, komm einfach mal hier hin und zerstör das Katapult. Sie wollen schon wieder ein Lagerhaus, weil einfach, ja, weil das Getreide voll ist. Aber die werden sich noch wundern, wie viel Getreide sie am Ende brauchen, wenn sie erstmal ein paar hundert Leute sind. Nun ja, das werden sie aber erst später bemerken. Jetzt geht's erstmal darum, diese Krieger aufzuhalten. Und dieser blöde Hund von drüben, er sollte mal die Klappe halten. Das gibt's nicht, dass der sich da aufregt. Angegriffen. Dieser dämliche Hund macht nur den Lärm den ganzen Tag über. Was sie denn überhaupt noch haben? Obwohl, das sind ja die, die sich hier am meisten über irgendwelchen Krach und so aufregen. Von daher ist das eigentlich... Ja. Ja. Die regen sich ja am meisten über den ganzen Krach in der Nachbarschaft auch. Aber, den ihr Hund macht dann hier im Endeffekt den meisten Lärm. Das finde ich immer dann sehr... Klar kommst du dahin. Willst du mich verkohlen? Oh, doch, die haben ja echt eine Kreatur. Moment. Ein Tiger. Ich hätte auch gerne einen Tiger. Die sind bestimmt cool. Was mache ich denn jetzt? Irgendwie müssen die ja mal... Na, Entschuldigung. Das wollte ich eigentlich nicht unbedingt aufheben. Da war was Grünes. Na komm. Immer stückchenweise. Sehr schön. Das funktioniert doch. Gut, Häuser bräuchten die vielleicht noch. Ja. Da sollte ich vielleicht mal mit den Häusern ein wenig anfangen. Ich denke mal, hier wäre ein guter Anfang, Willen? Wenn ich dann auf der... Krieger leben nicht in Villen. Ah, die leben in Hütten, wo es ihnen dreckig geht und sie keine miese Laune bekommen, oder? Eine Universität würde ich vorschlagen für dieses Gebiet. Erstmal, um das Ganze zu erweitern. Wir werden viel von dieser Universität lernen. Erstmal, um eben das Gebiet zu erweitern und zum anderen, um die Laune da zu heben. Dafür ist es schon mal nicht schlecht. Solange die Leute das Erz hier abliefern. Aber ich sollte vielleicht mal den ganzen Kram hier einsammeln. Damit der da nicht so unnütz in der Gegend rumliegt. Dann tue ich den mal hier hin. Da liegt auch noch Erz. Zwar nur 10 Erz, aber immerhin. Oh, das war natürlich jetzt nicht ganz so gut. Ich könnte es mal wieder mit einem Heilwunder versuchen. Da wird... Oh, da
Da steigt sehr viel Gut auf. Warum steigt da so viel Gut auf? Dieses Gut steigt normalerweise nur auf, wenn...